Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute mal der Jahresrückblick von dem ganzen Jahr 2014. Angefangen natürlich am 1. Januar 2014. Ja, dieses Jahr auf YouTube hat viel gebracht, ne? Ich muss es einfach nochmal erwähnen. Einfach wirklich eine geile Zeit hatte ich dieses Jahr. Mit vielen Leuten habe ich gezockt. Das hat mir sowieso viel Spaß gemacht. In dem Jahr habe ich Real-Life-Videos gebracht. Vom Hamburg-Aufenthalt. Das war natürlich ganz am Anfang. Die ein oder anderen wissen es vielleicht noch. Da war ich zum Beispiel auf dem Hamburger Fischmarkt. Bin da rumgerannt und habe gesagt, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube-Gamescom auf der PlayStation 4. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Auf dem Hamburger Fischmarkt. Glaubt mir keiner. Aber ist so. Ist sogar noch auf meinem Kanal. Aber bei mir gehen die Videos ja meistens ein bisschen unter, da ich ja über 815 Video-Uploads habe. 815. Und wenn ich dieses Video hochlade, dann habe ich bestimmt schon die halbe Mille geknackt. Eine halbe Million Klicks. Ne? Das ist wirklich krass. Als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich das niemals für möglich gehalten. Ne? Weil ich fing an, wie jeder YouTuber, mit der Zahl 0. 0 Aufrufe, 0 Abonnenten. Habe am Anfang YouTube-Videos gemacht und habe mir gedacht, meine Fresse, wie schaffen das Leute überhaupt 50 Klicks pro Video zu bekommen? Ich habe früher Videos gepostet, GTA-Videos, auch so ein paar Real-Life-Videos, die nicht mehr als 15 bis 20 Klicks hatten. Vielleicht hatte mal eins 30 Klicks, aber mehr war da nicht drin. Ne? Also, ja. Auf jeden Fall, heute habe ich bis zu 60, 70 Klicks pro Video und das ist einfach richtig Hammer. Ich stelle mir das immer so bildlich vor. 70 Leute schauen meine Videos. Wahnsinn. Ich kann es heute immer noch nicht begreifen. Ich habe mir eine kleine Community aufgebaut und darauf muss ich euch ganz ehrlich sagen, bin ich total stolz. Und es macht einfach richtig viel Spaß, YouTuber zu sein. Kann aber hier keine Granaten mehr werfen. Keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Nun ja, dieses Jahr hat viel gebracht. Ich habe Videos gepostet von Hamburg natürlich. Dann ein paar Call of Duty Videos habe ich auch gebracht. GTA Videos vermehrt. Und ja, Alltag in GTA 5 hieß das Ganze. ja, man, Wissens-Real-Life-Videos und so eine Sache halt. Und seit ich die PS4 habe, ja, gibt es halt einfach so Let's Plays. Einfach so, wo ich einfach mal ein bisschen laber, einfach mal über ein paar Sachen rede, die mir gerade im Kopf rumschwirren oder einfach mal so ein klassisches Let's Play einfach drauf loszocken und ihr hört mich dann, was ich so denke beim Zocken. 2015, wir sind jetzt ja schon zwischen 2014, 2015 wird sich auch was im Upload-Plan ändern. Ich möchte nicht mehr so diese Uploads hochladen, alle, jeden Tag ein Video. Nee, ich möchte dann Videos machen, wenn ich auch wirklich darauf Lust habe. Ich mache nur Videos, worauf ich Lust habe, aber das Problem ist einfach, die Videos hochzuladen, darauf habe ich nicht immer Lust. Ich muss den Videotitel eingeben, die Text, Videobeschreibung, und wenn ich dann mal so einen harten Arbeitstag hatte und einfach mal keine Lust habe, dann habe ich auch keine Lust, YouTube-Videos hochzuladen, weil, ja, ich mache das gerne, gebe gerne so ein paar Videotitel. Ich überlege mir mal, wie nenne ich mein Video überhaupt, ne? Das kostet alles so viel Zeit, so ein YouTuber zu sein. Das ist schon eine Zeitsache, ne? Dass ich einfach so Video posten, moin Leute, was geht, mein Name ist YouTube-Games, komm, hier ist die Waffe, zack, 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 hochladen und fertig. Nein, das ist bei mir zum Beispiel viel, viel mehr. Von 100 Videos, von 10 Videos, die ich mache, lade ich nur 2 oder 3 auf YouTube. Weil der Rest einfach beschissen ist. So einfach ist das. Das ist bei Commander Krieger, bei Kronk, bei Sarazza nicht anders.
Die machen auch viele Fehler. Oder keine Ahnung, was heißt Fehler. Das heißt immer, man sollte natürlich sein. Ja, versuche ich ja auch. Aber naja, manchmal, wenn man zockt und man plötzlich gekillt wird, dann fallen manchmal Wörter, die man gar nicht sagen will. Da kann ich das Video auch nicht mehr hochladen, ne? Naja, egal. Haut auf jeden Fall rein. So ein kleiner Rückblick war das von meinem Kanal, ne? Real-Life-Videos bis Alltag in GTA 5 habe ich gebracht. Jetzt bin ich hier angekommen. 2014. Was 2015 ist, weiß ich nicht. Ob es den jungen Zocker dann immer noch geben wird, das weiß nur die Zukunft. Aber haut auf jeden Fall rein. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Das nächste Video kommt dann, wenn ich Lust dazu habe. Haut so lange bis dahin rein und ciao. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4.